Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Leider beschränkt sich der Verbraucherschutz immer noch darauf, auf Lebensmittelskandale zu reagieren, auch wenn zaghafte und teilweise leider unausgegorene Versuche unternommen werden, daran etwas zu ändern, wie zum Beispiel mit dem Antrag, eine effektive Lebensmittelkontrolle stärkt insbesondere die Ernährungswirtschaft in NRW. Wir Piraten fordern weiterhin, wie auch schon im letzten Jahr, proaktive Maßnahmen. Auch in der Anhörung zur Lebensmittelsicherheit war der Satz Prävention vor Repression mehrfach zu hören. Denn was hilft es dem Verbraucher, nach dem Verzehr von Lebensmitteln zu erfahren, dass diese nicht verzehrfähig waren? Prävention und damit für uns proaktive Maßnahmen bedeuten, dass Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände, die die Gesundheit gefährden, vor dem Inverkehrsbringen vom Markt genommen werden. Deshalb fordern wir auch nach wie vor eine Verankerung des Verbraucherschutzes in der Landesverfassung. Auch an unserer Forderung für eine verständliche Kennzeichnung von Lebensmitteln und eine starke Verbraucherbildung hat sich nichts geändert. Apropos Kennzeichnung von Lebensmitteln. Entweder weiß bei der Landesregierung die rechte Hand nicht, was die linke tut, oder ich kann ihre sprunghaften Entscheidungen nur noch ein müdes Lächeln abgewinnen. Erst vor kurzem forderten wir Piraten hier im Landtag die feste Definition der Begriffe vegan und vegetarisch sowie eine deutliche und verpflichtende Kennzeichnung solcher Lebensmittel. Unter großem Tamtam, auch der Staatssekretär war mit dabei, und mit dem Hinweis darauf, dass das für die Industrie ja gar nicht umsetzbar wäre, und überhaupt wurde unser Antrag damals abgelehnt. Ist geschenkt. Dass Sie für sachliche Argumente nicht zugänglich sind, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Allerdings verwundert es doch dann schon, wenn man jetzt in den Medien liest, dass Sie im Bundesrat für eine solche Kennzeichnung gestimmt haben und den Bundestag dringend dazu auffordern, eben genau das umzusetzen. Wenn ich Sie so handeln sehe, dann sehe ich nur noch kleine Kinder, die unbedingt unsere Sandburgen zerstören müssen, damit die eigenen schöner aussehen. Das ist ein jämmerliches Spiel mit dem parlamentarischen Demokratie und eben genau diese bleibt dabei auf der Strecke. Wenn Sie meine bisherigen Reden kennen, dürfte Ihnen so einiges von dem, was ich fordere, bekannt vorkommen. Das ist auch kein Wunder, denn außer warmen Worten ist in diesem Bereich von der Landesregierung bisher auch nicht viel passiert. Aber sollte die Große Koalition in Berlin zustande kommen, liegt ja noch an dem SPD-Entscheid, steht der SPD ja nicht mehr viel im Wege, ihre wohlklingenden Versprechen auch zu halten. Wenn man sieht, wie zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelkontrollen immer mehr Kompetenzen auf das LANO vereint wird, ist es natürlich erstmal schön, dass Herr Minister Remmel Sie so etwas sozusagen zur Chefsache machen. Nur darf man dabei natürlich nicht vergessen, dass so eine Zentralisierung die bereits bestehenden und meist auch funktionierenden Strukturen in der Fläche ausdünnt. Ich will Ihnen da jetzt selbstverständlich nichts unterstellen, Herr Minister Remmel, aber wir alle wissen, dass es auch andere Minister anderer Parteien gibt und geben wird. Und da finde ich es äußerst bedenklich, so viel Entscheidung und Kontrollmacht in nur einer Hand zu vereinen. Mit Dezentralität hat das wenig zu tun und das fordern Sie und das fordern wir ja in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion des Öfteren. Und sicher ist es auch in den meisten Bereichen richtig. Eine sichere und qualitativ hochwertige Lebensmittelüberwachung im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher erfordert eine gut aufgestellte Behörde mit klarer Aufgabenverteilung. Dies sicherzustellen ist die Aufgabe des Ministers, und zwar im Einvernehmen mit den Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht gegen diese. Hier stehen sicherlich noch mehr Diskussionsrunden oder auch ein runder Tisch an. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank.